Hallo und herzlich willkommen. Heute zeigen wir euch von chefkoch.de, wie ihr selber Schweinegeschnetzeltes machen könnt. Dafür benötigen wir 600 Gramm Schweinefleisch. Wir brauchen 120 Gramm Pilze, eine Zwiebel, zwei Knoblauchzehen. Hier haben wir 125 Gramm Sahne und 125 Gramm saure Sahne. Wir brauchen noch Brühe, 500 Milliliter. Wir haben einen Bund Petersilie. Und dazu gibt es Bandnudeln, 500 Gramm benutzen wir da. So, als erstes kümmern wir uns um das Fleisch. Dafür müssen wir jetzt kleine Streifen abschneiden. Je nachdem, wie groß sie werden sollen, schneiden wir Stückchen ab. Und dann machen wir da einfach Streifen draus. So, wenn ihr die so haben wollt. Und jetzt bestäubt ihr die noch einmal mit ein bisschen Mehl. So, und solche Streifen macht ihr jetzt erstmal. Wenn ihr damit komplett fertig seid, müsst ihr noch eure Zwiebeln und die Knoblauchzehen schälen und in kleine Stückchen schneiden. So, danach erhitzt ihr etwas Öl in einer Pfanne und bratet da dann euer Schwein an. Schön ein paar Minuten von jeder Seite kross anbraten. So, wenn das Fleisch schön gut aussieht von außen, dann nehmt ihr das raus und packt die Zwiebeln und den Knoblauch in die Pfanne. Sobald die Zwiebeln dann schön glasig sind, gebt ihr eure klein geschnittenen Pilze dazu und bratet das Ganze nochmal, weil dann verliert das echt an Volumen. Werdet ihr dann noch sehen. So, jetzt nochmal kurz ein bisschen einbraten lassen. So, in der Zwischenzeit könnt ihr schon mal in einem Nudeltopf ein bisschen Wasser erhitzen und zum Kochen bringen. So, wenn das Ganze genug gebraten hat, könnt ihr das in eurer Sahne ein bisschen ablöschen. Und dann gebt ihr noch Petersilie dazu, so viel wie ihr mögt. Lasst das kurz ein bisschen köcheln. So, dann nehmen wir uns hier den Sauerrahmen, geben den in eine Schüssel und vermischen den mit ein bisschen Mehl, ungefähr ein Teelöffel. So, das reicht schon. Mischen das Ganze. So. Und geben das in die Pfanne mit dazu. So. Verrühren das Ganze. Geben das ein bisschen unter. Und lassen das Ganze jetzt noch ein bisschen einkochen. So, während das Ganze hier vor sich hin köchelt, wir müssen einmal unsere Nudeln in das kochende Wasser geben. Und bei meinen Nudeln sind das jetzt 9 Minuten. Da müsst ihr auch mal gucken, was auf eurer Packung draufsteht. So, wenn das Ganze hier vor sich hin köchelt, geben wir unser Fleisch wieder dazu, um das ganz durchzugaren und nochmal zu erhitzen. So. Und lassen das alles noch schön da drin, bis die Nudeln fertig sind. Nachdem ihr die Nudeln habt abtropfen lassen, könnt ihr das Ganze in einen Teller tun und so sieht das dann bei uns aus. Und damit wünschen wir guten Appetit!